Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Kino-Review zu Fantastic Four. Wir haben uns eine Kulisse ausgesucht, sitzen jetzt im Kino. Im Kino? Ja. Nein. Im Vorsaal. Im Vorsaal. Ja. Ja. Dementsprechend ein bisschen lauter. Die Leute laufen hier nach vorne, holen sich ihre Kinotickets und so weiter. Ne? Aber das macht ja nichts sonst. Ja, kommen wir zum Film. Zum Film, ja. Ich fand den Film an sich nicht so besonders toll. Ich vergleiche ihn auch ein bisschen mit dem vorherigen Fantastic Four. Was man aber nicht tun sollte, rein theoretisch. Weil es, wenn man so möchte, doch ein neuer Start ist wie bei den Amazing Spider-Man. Bei den Amazing Spider-Man ist ja erst eine andere Dimension. Also, dass es ja quasi ein anderer Spider-Man ist. Und hier ist es einfach eine andere Geschichte, wobei nicht. Genau. Ja. Eine neue Aufnahme. Genau. Wobei es auch nicht die richtige Geschichte widerspiegelt. Nee, also laut Comic kommt der vorherige Teil definitiv näher dran als das, was wir jetzt gesehen haben. Es ist ein bisschen modernisiert, das auf jeden Fall. Aber für meine Verhältnisse finde ich das nicht so besonders toll. Ja. Also Trailer, also ich habe keinen Trailer gesehen, was ich Trailer bewerten, ja. Welchen Einfluss der auf dich hatte. Man hat halt gesehen, dass es junge Schauspieler ist, also es, als wenn man den Plakat gesehen hätte, hat gesehen, was so ein bisschen passiert. Das Gute ist, man hat den Bösewicht nicht gesehen, was halt dann noch eine Überraschung im Film ist, weil der ziemlich gut gespielt ist, der Bösewicht, und der dieses Mal auch böse rüberkommt und nicht so wie der alte Victor von Sieben. Ja, also wirklich, der kommt gut rüber. Besser als der andere. Ziemlich quasi sein Argument schon geklaut. Ja, das, was ich so schade fand bei Fantastic Four, bei dem neuen, ist, ich meine, es ist ein Marvel-Film. Bisher die letzten Marvel-Filme tendieren alle auch so ein bisschen Humor. Und dieser hatte vergleichsweise eigentlich gar keinen Humor gehabt. Nicht nur vergleichsweise, eigentlich. Das Kino hat nicht gelacht. Genau, der Film hat es auch nicht drauf angelegt, die Leute zum Lachen zu bringen. Er hatte einfach keinen Witz. Das muss kein Film haben. Man kennt es halt von den letzten Marvel-Filmen. Aber der Film hatte keinen Witz. Er hat einfach nur seine Geschichte erzählt und das war's. Ohne Witz und ohne Romanze. Ja, keine Romantik dabei. Also normalerweise ist es ja so ein bisschen Liebesstory-lastig, was Reed und Sue angeht. Und wenn du das dir so ein bisschen ringen, so. Ja, aber das war jetzt nicht so eindeutig angedeutet, aber. Genau, so ein bisschen flöten, aber das war es dann auch. Ja, es war nicht besonders ausgelebt. Ja. Gefühlt 20 Sekunden des Films hat das eingenommen, also quasi gar nichts. War nicht im Film vorhanden. Ja, ich würde einfach schon. Na, die Besetzung. Ich muss ja nochmal dazu sagen, die Besetzung, die jungen Leute, es ist ein bisschen frischer, es ist irgendwie ein bisschen spannender durch die frischen Leute, aber. Ja, man kann eigentlich die Leute einmal so splitten. Reed war beispielsweise als junger Kerl bei weitem cooler als in dem vorherigen Fantastic Four. Allerdings, wenn man es jetzt vergleicht mit Ben, fand ich den vorherigen Ben aber wieder besser. Ja, weil der Ben im vorherigen schon wuchtiger war und dann wuchtig wurde. Und der war jetzt schmal, wobei im Comic ist er ja angeblich auch schmal und wird dann zu dem Stein. Ja. Also meine Bewertung dafür ist, Reed fand ich in diesem Film cooler und den Rest des Teams fand ich in den letzten Filmen cooler. Ja. Und Doom wiederum fand ich in diesem Film besser. Ja, es ist ziemlich. Also so und so. Ja, verwirrend. Ja. Fange ich einfach an direkt. Ja, wenn du möchtest. Okay. Ich gebe ihm eine 7,0, weil ja, ihr guckt natürlich jetzt. Ja. Ich bewerte ihn als neue Geschichte und man muss es als Prequel nehmen, quasi als Vorgeschichte zu dem, was noch kommt. Ich hoffe, da kommen noch mehr Teile, weil ansonsten wäre. Ehrlich? Ja, ich gebe dem Film eine 5,0. Eigentlich noch schlechter, aber ich bewerte ihn nicht zu schlecht, weil er war ja amüsant, man konnte sich den angucken. Allerdings, für mich, der ganze Film war in Relation nicht gut gesetzt. Also Vorgeschichte, endlos lang. Kampf in Relation viel zu kurz. Also das ist, ohne wirklich was spoilern zu wollen, ist es für mich in Relation nicht gut gesetzt. Ganz einfach. Ich gebe den Film eine 4,5, habe ähnliche Argumente wie Line. Kann da eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Ich fand die Idee gar nicht mal so schlecht, ich fand es aber nicht wirklich gut umgesetzt. Das Ende, ich will nicht spoilen, mir persönlich hat es nicht gefallen. Vielen Leuten wird es vielleicht gefallen.
das müssen die Leute selber entscheiden. Wie schon gesagt, 4,5 von mir. Ja. Gut. Und dann entscheidet selbst, ob ihr ihn anguckt oder nicht. Genau. Im Kino muss man den nicht sehen. Muss man nicht. Das ist, glaube ich, unsere Einschätzung. Außer vielleicht Kevin sein. Okay. Kevin ist da anders. Und wenn man eine Kino-Flatrate hat, kann man sich den auch angucken. Okay. Also dann bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.